erfolgreichste Netzwerk des Mittelalters. Ihr geografischer Einzugsbereich und ihre Lebensdauer von über 500 Jahren sucht ihresgleichen. Irgendwann im 12. Jahrhundert in Köln, im Rheinland, in Flandern und Westfalen Fernhändler zusammenschlossen, um vor allem in London Geschäfte zu betreiben. Bald waren auch erste Recklinghäuser Kaufleute darunter. Etwa zur gleichen Zeit organisierten Kaufleute aus Lübeck, Hamburg, Bremen und anderen Städten immer weitreichendere Handelsverbindungen nach Norwegen, nach Schweden und entlang der Ostseeküste. Den sogenannten Kontoren, Privilegien und Schutz ihrer Gastländer. Handelsgut war alles, was Land und Leute in Nord- und Osteuropa hergaben und die mitteleuropäischen Märkte verlangten. Kassenschlager waren Hering, getrockneter Kabeljau, sogenannter Stockfisch und das Gold des Meeres, Bernstein. Hatte sich die Kaufmannshanse die Großräume an Nord- und Ostsee in einem großen wirtschaftlichen Netzwerk vereint. Von den Städten von der Lüdischer Hanse die Rede, also von den Städten der deutschen Hanse. Deren Gesandte sollten sich von nun an auf einem Hansetag treffen. Von dort aus wurden inländische Handelswaren an die Küste gebracht. Nicht von ungefähr fand auch Recklinghausen seinen Platz im großen Hansebund. Koggen waren die Lastesel der Hanse, zugleich Meisterwerke mittelalterlicher Schiffbaukunst. Die größten und berühmtesten Koggen hießen Peter von Danzig, Bunte Kuh und Löwe von Lübeck. Das Vertrauen, das man in ihn setzte,
waren das Rückgrat hansischen Wirtschaftens. Recklinghausen fand seinen Platz im großen Hansebund. Einige Recklinghäuser Fernhändler lassen sich schon um 1300 urkundlich nach. Einer von ihnen war Heinrich von Recklinghaus. Seinen Mitstreitern aus Köln und dem Rheinland gleich und war in England handelaktiv. Ein gewisser Johann Recklinghus war um 1340 in Lübeck ansässig. Ein Konrad von Recklinghausen wiederum war Schiffseigner. Seine Kogge durchkreuzte von Lübeck aus die Ostsee. Ein faszinierendes Schicksal erlebte 100 Jahre später der Recklinghäuser Fernhändler Gerd Gremmert, der um 1425 sein Glück im livländischen Reval fand. Hätte er einen Brief an seine Familie in Recklinghausen geschrieben, könnte er folgendermaßen lauten: Lieber Bruder Johann, seit Jahren bin ich nun schon fern der Heimat und darf mich mit Fug und Recht Hansekaufmann nennen. Einsam bin ich in der Fremde aber nicht,
habe ich durch die liebliche und vornehme Jungfrau Svenneke Spannert gehegt. Was für eine gute Partie habe ich mit ihr gemacht. Sie ist nicht nur zierlich, häuslich, fromm und hübsch, auch eine wahrlich erkleckliche Mitgift brachte sie bei. Und sie führte mich endlich in die höheren Kreise Rewalds ein. Seit 1432 bin ich sogar Ratsherr und Richter und darf an politischen Verhandlungen für meine neue Heimatstadt teilnehmen. Meine stete Sorge gilt euch und den Koppen, auf denen meine Ware über die Meere wandert. Wäre doch die furchtbare Pest nicht, die droht, alle Erdenbewohner dahin zu raffen. Und gäbe es die Piraten auf der Nord- und Ostsee doch nicht, die mir meine kostbaren Pelz kragen wollen. Seit der Hinrichtung ihres gottverdammten Anführers Klaus Störtebeker ist es kaum besser geworden. Mögen sie in ihrem Piratennest Helgoland alle zum Teufel gehen und in der Hölle schmoren. Aber euch soll es gut gehen, in Recklinghausen, wo ihr hinter dicken Stadtmauern, unter dem Schutz des Kölner Erzbischofs und des heiligen Petrus, hoffentlich in Sicherheit seid. Wird es je ein Wiedersehen zwischen uns geben? Vom fernen Ostseestrand grüßt euch euer Gerd. Wurde die Hanse reformiert. 63 Städte schlossen ein neues, festeres Bündnis miteinander ab, das bis zur Auflösung der Hanse im Jahre 1669 Geltung hatte. Darunter war bis 1618 auch ganz offiziell die Stadt Recklinghausen. Sie gehörte zum Kölner Hansequartier und war Dortmund als sogenannte Beistadt untergeordnet. Erstmals wurden 1557 die Recklinghäuser Bürgermeister Rotger Mohlmann und Hinrich Klover feierlich dazu eingeladen, an einem Hansetag in Dortmund teilzunehmen. Knapp 350 Jahre nach Untergang der Hanse wird sich auch Recklinghausen dieser Tradition wieder bewusst. In einem wirtschaftlich und politisch vereinten Europa kommt die alte, grenzübergreifende Idee der Hanse zu neuen Ehren. Die Geschäftstüchtigkeit und der Unternehmergeist der Recklinghäuser Hanse-Kaufleute sind Ansporn und Vorbild für eine gute Zukunft unserer Stadt.
Thank you.